Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere. Ja, meine Maso-Karriere. Und wir haben als nächsten Gegner ein Team aus der unteren Tabellenhälfte, nämlich den FC Luzern. Und ja, schauen wir mal, war mehr als nur so ein trostloses 0:0 rausgekommen. Wie gesagt, ich habe immer noch meinen Transfer, wenn das Transferfenster öffnet, würde ich mir gerne noch einen defensiven Mann holen. Also als Alternative zu Serie D. Wie gesagt, ich hätte doch Xhaka, ja, aber der kann auch Innenverteidiger spielen, deswegen brauche ich auf jeden Fall da einen auf der Position. Ich bin nicht überlegen, ob ich Serie D nach der Saison verkaufen soll. Und ja, mir dann noch einen holen soll. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich nur von der, dass ich halt. Und da. Und komm, 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 das ist meiner. Cool. Ja, toll, egal. Ja, nächstes Spiel steht an. Nach dem Bern-Spiel geht es jetzt gegen Luzern. Und ich komme nächste Woche ins Champions League. Und da werde ich wahrscheinlich mal auch mal ein bisschen mit die Bälle spielen. Das, wie gesagt, Porto. Wenn ich die Gruppe gewonnen habe, müsste es eigentlich kein Problem sein. Ja, 2:0 dabei. Soll vorkommen. Oh, und Turin und Hoffenheim sind ja auch jetzt unbedingt keine, sind jetzt keine Laufkundschaft. Sagen wir es mal so. Ja, Luzern ist immer so ein bisschen Prestige. Gerade wenn ich vielleicht die Remi die Folge sieht, dann will ich diesen Gegner ja auch schlagen. Aber genau, wenn nicht, ist es dann auch mal so. Es läuft ja momentan eigentlich alles soweit rund. Ja, der Ball kommt nicht durch. Gerade wenn man die neue Saison mal gucken, wie weit wir, wie gesagt, in der Champions League kommen. Ich glaube nicht, dass wir es gewinnen. Es wird zu heftig, aber. Der ist gut. Der Ball ist gut. Provozieren, glaube ich, schon gerade. Nein, Wurf, immerhin. Jo, 1:0. Der Keeper postet den Ball ein bisschen drüber und Renato Steffen mit dem 1:0. Aber hier der Pass an den Lescano schon auf Frenuzzi. Gut, das war dann hier relativ leicht. Omlin steht in unserem Tor. Jonas Omlin. Die eigentliche Nummer 2 des FCL. Nummer 1 ist ja dann eigentlich Daniel Zibo. Gut. Champions League, denke ich mal. Da kann ich auch mal ein bisschen Ersatz spielen lassen. Und wir haben ja einen Ex-Luzerner auf der Bank mit Francisco oder Cesco Rodriguez. Der Mann mit der 68. In der Schweiz sind ja solche Nummern erlaubt. In Deutschland sind es ja eigentlich nicht über 40, glaube ich, erlaubt, die Nummern. Es sei denn, es gab schon mal einen Spieler vorher, der diese Nummer im Verein getragen hat. Dann darf man, macht der DFB eine Sonderregelung. Sonst sind eigentlich so Nummern in der Höhe nicht mehr gestattet. In der Schweiz sieht es halt ein bisschen anders auch aus. Auch in Frankreich zum Beispiel, glaube ich, ist es so. Italien. Da ist es durchaus möglich. Und Ricky van Wolfswinkel und Omlin hält ihn mal. Wir haben 11 Punkte aktuell Vorsprung auf den FC Sion. Und das ist in der Schweiz nicht üblich, gerade beim FC Basel. Aber ich wollte einfach mal eine Saison mit einem nicht ganz so typischen Club machen, auch für Let's Play oder sowas. Deswegen habe ich mich für den FC Basel entschieden. Und ich will diese Mannschaft hier auch international aufbauen. Über jetzt ein paar Jahre. Ich muss mal gucken, wie lange ich hier wie viel mache. 2 Saisons, 3 Saisons. Muss ich halt gucken. Der erste Wunschspieler ist es. Und nein, es wird nicht Lionel Messi werden. Es wird ein relativ junger Spieler eigentlich. Glaube ich, dass der irgendwo 25, 26 Jahre alt sein dürfte. Weiß es aber noch nicht. Aber wie gesagt, wir gucken mal, was er im Winter, aber im Winter per Vorvertrag übernehmen können, uns holen können.
wäre wichtig. Elionossi! Die Flanke kommt aber nicht an. Ja, schade. Okay. Ja, da mit ein bisschen Glück kommt er ja an. Gut. Ecke, bist du das geben? Einwurf gibt es, okay. Oh, der war schlecht. Kleiner Stockfehler. Aber den Ball haben wir wieder. Und jetzt läuft der Ball durch, aber die Latte verhindert das 0:2. Insgesamt 6 Torschüsse der Basler. Aber leider war dieser Ball noch nicht im Tor. Naja, kann nicht. Kann ja noch werden. Und bevor die Leute fragen, welche Spielklasse Stufe ich spiele, ist es tatsächlich Weltklasse. Profi war mir dann auf die Dauer immer noch zu einfach. Und jetzt haben wir mal ein bisschen über Weltklasse. Also ich dachte, Basel ist ein Top-Club. Und in der Champions League hat man echt erstmal ein bisschen Glück und ein guter Keeper. Ein merkt man, dass man da auch mal 0:0 spielt. Wir haben 4 Unentschieden in dieser Gruppe geholt. Und sind dadurch Gruppensieger geworden. Weil halt auch die Konkurrenz öfters mal Unentschieden gespielt hat. Deswegen brachte das nichts. Und dann die 2 Siege gegen Hoffenheim und gegen in Turin. Die uns dann quasi Platz 1. Den nicht für möglich gehaltenen Platz 1 in dieser Gruppe gebracht haben. Ah, der Ball war gut auf. Oh, wieder um Linie, der den Ball eigentlich safe fällt. Schade, fast das 2:0. Und der Ball über die Außen. Und die nächste Ecke. Will jetzt schon wechseln, okay. Jetzt ist er weg. Okay, 2:0. 1:0 zur Pause. Entschuldigung. Nicht 2:0. Also, wie gesagt, Renato Steffen hat das eine Tor gemacht. Kein Stürmer, aber das ist gerade ziemlich egal. Der war nicht schlecht, der Ball. Renato Steffen. Oh, der war ein bisschen weit vorgelegt. Aber der war nicht so schlecht. 2:0. Tor. Ich dachte, der wäre ein bisschen weit vorgelegt, aber dann kommt so ein Hammer dabei raus. Wer war's denn? Recki von Wolfswinkel. Mal wieder ein Stürmertor. Und es sieht so aus, als würde Basel ja auch die nächsten Punkte ohne Probleme holen. Schöne Zwingen von Steffen und dann von Wolfswinkel mit dem 2:0. Ja, komm, wechseln wir mal. Mit seinem mittlerweile 11. Saisontor. So, jetzt wechseln wir auch mal ein bisschen durch. Mal. Für neu rein. Martinez mal für von Wolfswinkel rein. Und Rodriguez bekommt mal auch so für Serie D. Wir können ja auch mal nach 50 Minuten dreifach wechseln. Einfach mal die Leute ein bisschen Spielpraxis sammeln. Gerade Rodriguez, der sich ja ein bisschen beschwert hat, dass er ein bisschen wenig Einsatzzeiten bekommt, bekommt jetzt ein bisschen mehr. Und dafür, wie gesagt, auch gegen Porto wird er von Anfang an auf der rechten Flügel spielen. Wahrscheinlich für Steffen. Naja, das Spiel eigentlich durch ist. Oder beziehungsweise die. Oh! Schade, wenn er da nicht aufpasst, dann steht es hier sogar 3:0. Weil wir waren eigentlich schön frei vom Keeper. So. Bühr. Der war nicht schlecht. 3:0. Tor für die Gäste. 0:3. Und es war Renato Steffen, der hier ohne Probleme ein Netz überläuft er den Verteidiger. Und Steffen ist ein sehr schneller Spieler. Er hat echt Tempo drauf. Und deswegen lasse ich ihn auch bei mir spielen. Deswegen, ich mag es ja sowieso. Also wenn ihr mir auch mal Transfers und alles drum und so Transfertipps und alles drum und dran gebt,
wenn ich Außenspieler suche, dann brauche ich bitte welche mit ordentlich Speed dahinter. Weil ich halt gerne diese Variante hier spiele. Also dieses, also überlaufen lassen. Oder mit Tempo. Das kann ich hier mit Steffen zum Beispiel genauso. Seht ihr gerade, wie ich da ohne Probleme durchkomme? Und zack, 4-0. Einfach dieses Tempo drin legen. Und damit haben viele, viele Gegner Probleme. Hier ist es der FC Luzern und Kevin Bühr mit seinem ersten Saisontor. Und damit ist es hier eigentlich auch ziemlich safe. Und Luzern ging ja schon im Hinspiel ordentlich unter. Und ich glaube, es sieht im Rückspiel gerade nicht anders aus. Aber wie gesagt, in der Liga kann man sich das ein oder andere Unentschieden sogar mal eine Niederlage erlauben. Nur ich krieg's gerade nicht hin. Und Basel ist halt die Macht. Gut, diese Saison sind sie Zweiter. Aber in den letzten Jahren haben sie ja ziemlich oft die Meisterschaft geholt. 8 hintereinander. Also ist quasi der FC Bayern. Der Schweiz. Nur halt nicht mit dieser Finanzkraft. Aber gerade in dieser Champions League ist es... Ist es ja eine Herausforderung. Mit Porto, mit Juve, mit Hoffenheim. Keine leichte Gruppe. Und dadurch eigentlich Gruppensieger zu werden. Ja. Und da ich meine Mannschaft gerne über Kämpfe kommen lasse. Auch gegen deutlich stärkere Spielgegner. Wenn wir halt gegen Turin gewonnen haben. Wenn wir gegen Hoffenheim das Hinspiel gewonnen haben. Der war... Und... Ja, gut, abgeprallt. Ja, schade, egal. Kretziu. Juric, der Australier. Und der Ball ist... Liegt immer noch in der... Immer noch an den Beinen der Luzerner. Oder an den Reihen der Luzerner. Jetzt haben wir... Oder auch nicht. Oh. Oh, die ist schlecht. Keine schlechte Chance. Demaschai geht es nur raus. 83. Minute. Und Jong kommt neu in die Mannschaft. Aufs Feld. Wir haben ja schon unseren Dreifachwechsel durch. Ah, schade. Gegen Ziegler komme ich nicht durch. Gegen den Kapitän der Luzerner. Aber wieder. Steffen. Ah, ich probiere mal, ob ich den ein bisschen länger ziehen kann. Omlin kommt da ohne Probleme raus. Nicht ganz so deutlich wie das Hinspiel, aber 3 Punkte sind dann doch wieder auf unserer Seite. Wir gegen Bern gewinnen wir auch gegen Luzern das Rückspiel. Amtlich 4-0. So. Ja. In der Höhe war es auch verdient. Wir hatten gute Chancen und ja. Damit passt es. Ich sehe gerade per Nachricht, dass mein Video geblockt wurde. Das Pokémon Let's Play. Das ist natürlich scheiße. Ja, dann würde ich sagen, mal hier beenden wir hier die Folge und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Im nächsten Part. Bis dahin und auf Wiedersehen.